einen wunderschönen guten Morgen aus Arrecife auf Lanzarote. Ja, wir waren gerade frühstücken im Belladonna, das war extrem gut und heute haben wir einen ziemlich straffen Plan. Vier Ziele sind geplant, schauen wir mal, ob wir sie alle schaffen werden. Deswegen geht es jetzt auch gleich los zur Autovermietung. Auf dem Islet de Hilario im Timanfaya Nationalpark. Das war extrem schön, auch die Bustour hat uns unglaublich gut gefallen. Man hat super viel von diesem Nationalpark gesehen und gerade die Experimente da oben, also einmal mit dem heißen Wasser, mit den Geysiren und dann mit dem brennenden Stroh, war gerade für Benny auch extrem spannend. Hier an das Restaurant hinter mir, das wurde übrigens von César Manrique gestaltet und das gibt mir das Stichwort für unseren nächsten Halt. Jetzt geht's weiter zur Fundación César Manrique.
Das war unser Besuch in der Fundación César Manrique. Ja, und das war wirklich wunderschön. Extrem schön angelegt, mit tollen Kunstwerken, tollen Kontrasten. Also wirklich ein Fest für die Augen. Ja, also César Manrique ist nicht umsonst der bekannteste Künstler der Kanarischen Inseln. Und wir fahren jetzt weiter zum Mirador del Río. Inzwischen sind wir am Mirador del Río angekommen und was soll ich sagen, die Aussicht ist einfach überwältigend an diesem von César Manrique geschaffenen Ort. Man hat einen unglaublich schönen Blick auf die vorgelagerten Inseln und ja, das lohnt sich wirklich hierher zu fahren. Also falls ihr die Zeit dazu habt, macht das auf jeden Fall. Das war unser Besuch am Mirador del Río und das war wirklich ein Highlight dieser Tour. Ein wunderschöner Ort, den ihr auf jeden Fall auch mal besuchen solltet. Tja, und jetzt geht's zum letzten Stopp des Tages. Jetzt fahren wir in den Kaktusgarten. Wir sind an unserem letzten Tagesziel angekommen, am Kaktusgarten und ja, Tini und Benny sind schon ganz gespannt und nervös und deswegen würde ich sagen, gehen wir gleich rein. We'll be right back.
So ihr Lieben, das war unser Tag auf Lanzarote und ich hoffe, ihr hattet ebenso viel Spaß wie wir. Für uns geht es jetzt zurück zum Schiff und ja, Kofferpacken ist angesagt. Morgen ist schon wieder Rückreise, die Woche ging unglaublich schnell vorbei. Und falls euch das Video heute gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, gerne auch ein Abo. Und ja, dann sehen wir uns morgen zur Abreise. Bis dahin sage ich, macht's gut und tschüss, euer Chris von Kreuzfahrtsüchtig.